Weiter geht es mit Teil 2 zur Buchkritik von Herrn Wisniewskis Buch Operation 9-11. Auf Seite 90 und 91 wird die Operation Noble Eagle angesprochen und im Abschnitt Operation Noble Eagle geht es um die Identifizierung der Leichen nach den Anschlägen am World Trade Center. Wie zu erwarten, lässt Wisniewski kein gutes Haar an einer der größten Identifizierungsaktionen, die die Welt je gesehen hat. Und auf Seite 91 etwa in der Mitte heißt es, die Totenscheine wurden aufgrund der Passagier- und Crewlisten ohne Leichen ausgestellt. Die Fakten. Vollständig erhaltene Körper gab es natürlich nur selten, schon gar nicht von den Passagieren von American Airlines Flug 11 und United Airlines Flug 175. Aber es gab Körperteile und wo immer es möglich war, wurden selbst kleinste Fragmente per DNA-Abgleich identifiziert. Die Identifizierungsteams standen dabei vor einer extrem schwierigen Aufgabe, vor allem aber vor einer Aufgabe in nie dagewesener Größenordnung. Im Zuge der Identifizierung mussten nämlich neue, effizientere Prozesse und verfeinerte Methoden entwickelt werden, was schließlich auch gelang. So konnten sogar die meisten Attentäter direkt per DNA-Abgleich identifiziert werden. Andere aber wiederum nur indirekt, weil man keine Gegenproben mit DNA-Material hatte, das man hätte eindeutig zuordnen können. Warum hatte man sich überhaupt die Mühe gemacht, die Attentäter zu identifizieren? Einerseits will man natürlich aus ermittlungstechnischen Gründen eine einwandfreie Identifikation haben. Andererseits gibt es aber auch einen gänzlich unerwarteten Grund, der den Wissenschaftlern eine Menge Kopfzerbrechen bereitet hat. Die Angehörigen der Opfer wollten nämlich auf keinen Fall, dass sie deren sterbliche Überreste vermengt mit denen der Attentäter zurückbekamen. Undenkbar, dass Opfer und Attentäter im selben Grab landen könnten. Neben dem DNA-Abgleich gab es übrigens noch andere Verfahren der Identifizierung, zum Beispiel über den Zahnstatus oder über Fingerabdruck. Operation Noble Eagle ist im Übrigen die Bezeichnung für die ständige Luftüberwachung der USA durch das Militär nach den Anschlägen. Die Operation begann am 14.11.2001 und dauert bis heute an. Sie umfasst die Sicherung der Vereinigten Staaten am Boden und in der Luft, sowie die logistische und personelle Unterstützung der Behörden. Weitere Infos finden Sie hier über diesen Link bei Wikipedia. Dass die Identifizierung der Toten unter demselben Namen laufen soll, hatte ich zunächst bezweifelt, aber es entspricht wohl doch der Wahrheit, wie Sie hier über diesen Link nachlesen können. Hier ist der Link nochmal komplett angegeben. Letztendlich geht es Herrn Wisniewski aber darum, Zweifel daran zu sehen, dass die Terroristen überhaupt an Bord waren. Aber wir wissen ja bereits vom Bodenpersonal an den Flughäfen, dass die Terroristen da waren. Wir wissen es außerdem anhand der Durchsagen von Mohammed Atta und Zia Jarrah ans Bodenpersonal. Die Stimmen einiger Attentäter sind auf dem Voice Recorder von United Airlines Flug 93 aufgezeichnet. Den Pass von Saddam al-Sukami hatte man noch vor dem Einsturz des World Trade Centers gefunden. Die Pässe von Said Al-Ghamdi und Zia Jarrah, dem Terrorpiloten von United Airlines Flug 93, hat man auch an der Absturzstelle gefunden. Auch wenn Sie das nicht wahrhaben wollen, Herr Wisniewski, es waren die Attentäter und sie waren an Bord. Die Totenscheine wurden anhand von Leichenteilen ausgestellt und natürlich nicht anhand vollständig erhaltener Leichen. In dieser Hinsicht ist die obige Aussage gelogen. Zum nächsten Punkt. Auf den Seiten 95 und 96 spricht Herr Wisniewski irgendwelche Anomalien der Flugrouten an. Im Abschnitt Ein Kidnapper auf Umwegen beschreibt Wisniewski die Flugrouten der entführten Flugzeuge und findet zumindest nach seiner Ansicht einige Anomalien, die ihn daran zweifeln lassen, dass die Terrorpiloten tatsächlich im Cockpit saßen, denn sie seien angeblich irgendwelche Umwege geflogen. Insbesondere wird dies an einer Abbildung der Flugroute von American Airlines Flug 77 deutlich, die mitten auf ihrer fast geraden Flugroute eine fast halbkreisförmige Abweichung hat.
Und das habe ich hier original aus dem Buch von Herrn Wisniewski abgescannt. Und Sie sehen hier die Flugroute von Flug 77, der hier beginnt, hier entlang führt und an dieser Stelle so einen halbkreisförmigen Bogen macht und dann wieder auf diese Gerade hier zurückführt. Die nebenstehende Abbildung wurde also wirklich so in Wisniewskis Buch veröffentlicht. Nun zu den Fakten. Tatsächlich ist die abgebildete Flugroute falsch. Anhand des Flugdatenschreibers konnte die Flugroute von Flug 77 exakt rekonstruiert werden. Und nicht nur anhand des Flugdatenschreibers, sondern zumindest bis auf etwa 8,5 Minuten auch anhand der Radaraufzeichnungen. Sie weist an einer Stelle eine leichte Abweichung nach Norden auf, führt dann aber wieder zurück auf die eigentliche Flugbahn. Niemals aber ist Terrorpilot Hanjour einen Bogen geflogen, wie er in der Abbildung dargestellt wird. Es ist schon ziemlich dreist, dem Leser einfach eine falsche Flugroute vorzusetzen. Umso überraschter war ich, als ich in einer Doku eben diese Flugroute wieder sah. Und hier war nicht davon auszugehen, dass es sich um eine wissentliche Fälschung handelte. Wie also kommt so etwas zustande? Vermutlich einfach deswegen, weil die exakte Flugbahn für die Themen in der Doku nicht von Belang waren. Es ging hier ja nicht um forensische Beweise. Da kann man durchaus verstehen, dass es sich der Grafiker einfach gemacht hat und lieber eine idealisierte Kurve mit mehr geraden Linien und geschwungenen Bögen gezeichnet hat, statt den eher krummen Weg, den Flug 77 tatsächlich zurückgelegt hat. Ein Verschwörungstheoretiker wie Wisniewski nimmt so etwas natürlich dankend auf und erkennt in der idealisierten Kurve irgendwelche Anomalien, die es nie gegeben hat. Es ist auch auf anderem Weg möglich, irgendwelche Abweichungen größer wirken zu lassen, als sie tatsächlich sind, nämlich einfach dadurch, dass man das Bildformat ändert. Zieht man am Computer das Bild der Flugbahn von Flug 77 der Länge nach etwas zusammen, dann wird die Abweichung steiler und tritt dadurch stärker hervor. Aber wie gesagt, eine leichte Abweichung von der eigentlichen Flugroute hat es tatsächlich gegeben. Aber sie wurde mit Sicherheit nicht von den Entführern verursacht, denn die hatten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht das Cockpit übernommen. Der Übernahmezeitpunkt war zwischen 8:51 und 8:54 Uhr. Und diesen Übernahmezeitpunkt habe ich in der Abbildung rot markiert. Wir können an dieser Stelle noch mal kurz zurückblenden. Hier geht also der Flug in etwa los. Hier ist dieser angebliche Bogen. Und hier um 8:51 Uhr, also zwischen 8:51 Uhr und 8:54 Uhr, wird das Flugzeug von den Terroristen übernommen. Ja, an dieser Stelle saßen sie noch gar nicht im Cockpit. Hier nun einige Abbildungen der Flugroute, wie sie anhand des Flugdatenschreibers rekonstruiert wurde. Sie sehen hier American Airlines 77. Das macht diese Flugroute. Sie sehen hier keinen Kreisbogen. Hier eine etwas andere Darstellung, die dadurch zustande kommt, dass hier die Bildverhältnisse etwas anders sind. Und hier finden Sie einen leichten Schwenk. Und hier nochmal zum Beispiel bei Wikimedia Commons wiederum eine Darstellung. Hier hat man auch einen kleinen Bogen, aber eben nicht einen derart ausgeprägten Kreisbogen. Die verschiedenen Darstellungen, jetzt zum Beispiel hier von American Airlines 11, das hier relativ steil fliegt und hier nicht ganz so steil fliegt, kann durch perspektivische Verzerrungen zustande kommen oder dass die Karte etwas gedreht wird. Das kann eben verschiedene Ursachen haben. Fazit. Die in Wisniewskis Buch dargestellte Flugroute von American Airlines Flug 77 ist gelogen, gefälscht oder von ihm ungeprüft aus einer anderen Quelle übernommen worden. Seite 123. Hier geht es um die Untersuchungen zu den Einsturzursachen des World Trade Centers, insbesondere des Nord- und des Südturms. Hierzu zwei Zitate. Das erste: So dass der innere Kern kaum ernstlich getroffen worden sein konnte. Zitat 2: In Wirklichkeit fehlte es den superschnellen Urteilen über den Zusammenbruch der Türme an einer entscheidenden Voraussetzung einer seriösen Untersuchung. Fakten zu Zitat 1:
Schon das Wörtchen konnte zeigt, dass es sich nur um eine Vermutung des Autors handelt. Fakt ist, dass im Nordturm etwa 15% der äußeren und 13% der inneren Träger durchtrennt wurden und viele weitere wurden schwer beschädigt. Im Südturm wurden etwa 14% der äußeren und 21% der inneren Träger durchtrennt. Und ebenso wie im Nordturm wurden auch hier viele weitere Träger schwer beschädigt. Mit Träger sind hier die senkrecht verlaufenden Stahlsäulen gemeint, nicht die waagrechten Träger, die die Deckenaufhängungen halten. Der innere Kern der meisten Wolkenkratzer ist übrigens von massiven Betonwänden umgeben. Bei den Türmen des World Trade Centers war dies nicht der Fall. Hier wurde der innere Kern durch Gipswände ummantelt. Die Türme wurden in Leichtbauweise gebaut. Dies ist nämlich einer der Gründe, warum die Flugzeuge so viele inneren Stahlsäulen zerstören konnten. Bei 13% bzw. 21% durchtrennter innerer Träger ist der innere Kern kaum ernstlich getroffen worden. Das zeugt doch von einer schwer verzerrten Wahrnehmung, Herr Wisniewski. Fakten zu Zitat 2. Natürlich machen sich Ingenieure und Baustatiker Gedanken darüber, warum die Türme einstürzten, und natürlich bildet man sich erste Meinungen. Diese Meinungen werden später zur Arbeitshypothese und bei den nachfolgenden Untersuchungen wird dann geprüft, was Bestand hat und was nicht. Die obige Aussage lässt aber glauben, dass es überhaupt keine seriösen Untersuchungen gegeben hat. Und das ist falsch. Es hat zahlreiche Untersuchungen gegeben. Zuerst die der FEMA, sprich der Katastrophenschutzbehörde, und später auf Betreiben der Angehörigen der Opfer die NIST-Untersuchungen. Unabhängige Untersuchungen gab es auch von Universitäten, zum Beispiel von der University of Maryland und von der Purdue University und von Ingenieursverbänden, sowohl im Inland als auch im Ausland. Und sie alle kommen zu denselben Schlüssen. Der Einschlag der Flugzeuge hat sowohl äußere als auch innere Stahlträger durchtrennt und etliche weitere schwer beschädigt. In Einschlaghöhe wurden die Wasserleitungen zu den Sprinkleranlagen zerstört, so dass diese nicht mehr in der Lage waren, die Brände zu löschen. Der Einschlag selbst hat wie durch ein Sandstrahlgebläse den Feuerschutz von den Stahlträgern gerissen, so dass diese direkt in Flammen ausgesetzt waren. Tausende Liter Kerosin haben sich beim Einschlag in die Türme ergossen, vor allem in den inneren Kern. Das Kerosin hat zwar nur wenige Minuten gebrannt, aber dies hat ausgereicht, um Papier, Möbel, Teppichböden etc. in den Büros in Brand zu setzen. Also das ganze Büromaterial ging in Flammen auf. Das offene und weitläufige Design der Etagen hat die Ausbreitung der Brände begünstigt. Zwar haben die Temperaturen nicht ausgereicht, um Stahl bei ca. 1500 Grad Celsius zum Schmelzen zu bringen, aber das hat auch niemand behauptet. Aber Spitzenwerte von ca. 1000 Grad Celsius wurden sehr wohl erreicht. Und schon ab ca. 550 Grad verliert Stahl etwa die Hälfte seiner Festigkeit. Das Schwachwerden wichtiger Verbindungselemente haben für das Absacken einiger Etagen gesorgt. Darunter liegende Etagen konnten das zusätzliche Gewicht nicht mehr lange halten und so begann der Einsturz. Der Einsturz erfolgte in beiden Türmen in einer Art Dominoeffekt, in dem immer eine Etage auf die nächste stürzte. Pancaking nennt man das in der Fachsprache und sich dabei das Gewicht immer mehr erhöhte. Sämtliche Experten stimmen diesen Ergebnissen zu, nur eben die Verschwörungstheoretiker nicht. Fazit, die Aussage in Zitat 2 ist eine unwahre Unterstellung, nämlich dass es keine ernsthaften Untersuchungen gegeben hat. Natürlich kommt an dieser Stelle wie immer die Frage nach der Sprengung der Twin Towers auf. Manche Verschwörungstheoretiker sind davon überzeugt, die Türme seien gesprengt worden, aber dafür gibt es keinerlei Beweise. Man hat keine Sprengladungen gefunden, keine Zündkapseln oder sonstige Zündvorrichtungen. Und das sind natürlich Informationen, die Sie niemals in irgendwelchen Verschwörungsbüchern finden und schon gar nicht in denen des Herrn Wisniewski.
Es hat zwar Explosionen gegeben, aber keine, die sich durch Sprengungen erklären ließen. Denn dazu waren sämtliche Explosionen viel zu leise. Es gibt zahlreiche Zeugenaussagen von Explosionen, aber was kann da explodiert sein? Es können Wasserrohre unter großer Hitze explodiert sein, es können Öltanks, Gasleitungen explodiert sein, Generatoren können explodiert sein und die Explosionen haben auch schon vor, also lange vor dem Einsturz der Türme stattgefunden. Manche Zeugen berichten von Explosionen im Zusammenhang mit Bomben. Und das ist natürlich auch deswegen naheliegend, weil bereits 1993 ein erster Bombenanschlag auf das World Trade Center durchgeführt wurde. Die Annahme, dass es sich um Explosionsgeräusche von Bomben handelt, ist also naheliegend. Das heißt aber nicht, dass sie korrekt sind. Selbst die Thermittheorie des Professor Dr. Stephen Jones ist klar widerlegt. Zwar kann man mit Thermit sehr wohl Stahlträger durchtrennen, aber egal welcher Art, Thermit hätte Verbrennungsrückstände hinterlassen, die im WTC-Staub nicht gefunden wurden. Mit Thermit können Sprengungen auch nicht auf die Zehntelsekunde genau getimt werden, da Thermit unregelmäßig abbrennt. Tatsache ist, dass es zahlreiche seriöse Untersuchungen zum Einsturz der Türme gegeben hat und nicht das, was Herr Wisniewski behauptet. So viel zunächst für Teil 2.